Okay. War echt ein hartes Level, aber es hat Spaß gemacht. Darauf kommt es auch an. Und Mario hat eine dicke Plauze. So, dann weiter im Text. Jetzt haben wir hier noch drei Level. Jeweils, okay, die haben zwei jeweils. Bowser's Lava Imperium hat auch noch zwei. Und der hat drei da unten. Okay, machen wir es mal. Da, ist das nicht das Level, wo ich auf diesem Vogel rumfliegen muss? Das stelle ich mir interessant vor. Okay, schauen wir mal rein. Ja. Okay, jetzt ganz genau gucken. Nicht blinzeln. Ist ja kein Stern mehr. So, also das wird, glaube ich, eins der gemeineren Level. Weil ich hier nicht einfach rumhüpfen und fliegen kann. Doch, fliegen ist das Stichwort. Ich muss hier fliegen. Kann hier nicht einfach rumlaufen, wie ich gerade Bock drauf habe. Sprich mit mir. Weiß ich schon. Oder? Weiß ich das? Doch, ich muss... Muss ich das Ding gerade halten? Also ich muss es mit Motion-Steuerung machen. Und ich habe wirklich eigentlich nicht mehr so die Ahnung, wie das funktioniert. So. Hätte ich mir lieber erstmal mal erklären lassen. So. Also neigen auf jeden Fall. Also irgendwo müssen sich hier zwei Sterne verstecken. Die können aber nicht da drin sein, oder? Wow, 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 wow. Okay. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht durch die Truhe fliege diesmal. Ah, nicht so schnell. Ich will lieber langsam machen. Aber was, wenn er jetzt unten ist und ich sehe ihn nicht? Oder gibt es eine Challenge? Ich muss alle Luftballons kaputt machen oder sowas. Okay, er könnte potenziell auch unten irgendwo sein. Ist das einer? Nein, das ist ein Leben. Zum One-Up. Okay, ich war gerade kurz erschreckt und verwirrt. Mal da lang. Wenn ich irgendwo gegen eine Wand knalle, sterbe ich ja. Oh, okay. Krass, hab nichts gefunden. Da ist einer. Ah, da. Nein. Okay, okay. Super. Also überhaupt nicht super, um ehrlich zu sein. Aber immerhin wissen wir, wo einer von denen ist. Okay. Nur die Steuerung ist echt unschön, ja, also. Okay, nochmal das Ganze. In der Zeit können wir ja schon mal ausschalten nach dem anderen. So, wenn es in dem Tempo gehen würde, dann hätte ich auch gar kein Problem mit der ganzen Sache. Schön langsam. Aber eben, gerade zum Schluss, wo ich mir den holen wollte, ist er komplett durchgeschossen und wollte gar nicht mal runter. Oder sonst in irgendeine Richtung, die ich gerne gesehen hätte. Schon ein bisschen runter, also gleichzeitig auch schneller werden. Er könnte potenziell auch ganz da unten sein, aber da gucke ich später nach. Übrigens halte ich das Ding gerade überhaupt nicht gerade, aber trotzdem ist da gerade kein Input drin. Was jetzt gerade nicht schlimm ist. So. Oh, oh, wird schneller. Okay. Diesmal nehmen wir den linken Weg. Es gibt noch einen unteren Weg, glaube ich, ne? Oh, oh, ich dachte gerade, einer dieser Funken ist einer der Sterne. Und das war jetzt gerade voll. Die Verarsche, Mann. So, jetzt schon mal. Nicht schlimm. Bereithalten und rein da. Oh! Okay, flieg ins Ziel. Okay. Besser so. Ja, okay, sorry für diesen Stuhl. Aber ernsthaft. Auf einmal, ich flieg richtig drauf zu und dann am Ende macht er überhaupt nicht mehr das, was ich haben wollte. Okay, jetzt versuche ich mal die unteren Routen abzuklappern. Die eigentlich sogar noch gefährlicher sind. Aber ja, es gehört jetzt dazu, es muss jetzt sein.
zum Beispiel. Oh, da ist sogar einer. Hey, guck mal, da ist der andere Stern. Und schön dran vorbei. Okay, perfekt. Aber, hey, wir haben auch die Chance, den anderen zu sammeln. Also, den gesehen zu haben, ist echt noch nicht die Lösung des Ganzen. Den zu sammeln ist echt eine Katastrophe. So, was passiert, wenn ich jetzt hier entlang fliege? Ah, nicht so schnell. Jetzt ein bisschen runter, ja. Bin ich jetzt schon dran vorbei im zweiten? Bin ich nicht. Runter, runter, runter. Hoch, runter. Oh, Mann! Ja. Stirb. Stirb, anstatt in diesen Kreis zu fliegen. Nicht mal das kriege ich. Und das, der Kreis ist riesengroß. Ich krieg die Sterne nicht. Das ist mein Problem. Weil er überhaupt nicht in die Richtung will, die ich versuche, zumindest mit dieser Wiimote hier anzugeben. Katastrophe. Das ist auch nicht gerade mein Lieblingsteil aus dem Spiel. So, also mein Lieblingspart, wo man irgendwas mit Motion-Steuerung machen muss. Alles andere wunderbar, aber das ist immer so... Das fühlt sich so erzwungen an, in dieses Spiel rein zu implementieren. Hab einen. Guter Anfang. Okay. Wahrscheinlich sogar noch den leichteren davon. Ich wünsche, ich hätte einfach weiterfliegen können, die Runde, aber jetzt muss ich immer hier raus und dann wieder rein und dann wieder von vorne anfangen. Okay. Gucken, wie ich den verflixen zweiten Mal komme. Ja, bitte fliegen. So. Groomed Stern. Two. Also das Level selber ist ja eigentlich kein bisschen schwer zum Glück. Sag ich jetzt und fange auf einmal an, das zu verkacken, bestimmt. Okay. Nö, jetzt brauche ich erst recht keine Instruktion mehr, wie man fliegt. Hab alles selber rausbekommen. So, nochmal. Das Einzige, was ich jetzt nicht machen darf, ist den unteren Weg lang fliegen, weil dann könnte ich aus Versehen nochmal den einen Stern einsammeln, den ich bereits hatte, und dann wird das Level, naja, unterbrochen. Nicht unterbrochen, sondern abgebrochen, so gesehen. Das heißt, das lassen wir mal lieber. Ich habe jetzt nicht mehr ganz so viel Höhe wie sonst. Das ist aber, würde ich als Vorteil sogar bezeichnen, weil ich hatte den Eindruck, ich war zu hoch am Ende und musste mit so einem Sturzflug darauf zu und das hat irgendwie ja nie so funktioniert. Wenn ich es jetzt schaffen sollte, von vornherein so eine nicht allzu krasse Höhe zu haben, vielleicht wird das ja dann besser. Ja, nicht zu nah ans Wasser ran, bitte. Links. Nicht zu weit links, aua. Okay, nicht schlimm. Nicht schlimm, das. Okay, jetzt wird das ein bisschen ärgerlich, aber ist okay. Na, nicht so schnell. Nach links, links, links. Ja, ja. Rechts und. Oh, jedes Mal dieselbe Scheiße. Okay, dann fliegt wenigstens durch dieses Tor diesmal. Ach so, kann ich nicht nochmal fliegen? Dann wäre ich lieber gestorben. Kann ich echt nicht nochmal fliegen? Flieg mich noch eine Runde. Flieg mich noch eine Runde. Okay. Hätte ich das gewusst, wäre ich gar nicht erst da durchgeflogen. Ich wollte jetzt sparen, ein Leben abgezogen zu bekommen, weil so viele habe ich jetzt auch nicht mehr, aber das ist definitiv die effizientere Variante. Einfach sterben und... Aber das ist echt scheiße mit dem zweiten Stern. Das sieht auch gar nicht so schwer aus. Und könnte ich das einfach lenken, also wirklich lenken, dann wäre das echt kein Problem. Aber da, die ist zu weit nach rechts, links, ja, das ist eine Katastrophe. Und will auch irgendwie immer gerade so nicht funktionieren. So gerade noch so knapp nicht hinhauen. Aber das Gute ist, das Level ist durch, wenn ich es geschafft habe.
So, ich habe gar keine Geduld. Ich will echt schnell ans Ende kommen. Ich darf nicht immer nur auf Tempo machen, weil sonst bin ich zu niedrig. Und jetzt muss ich mich... Ja, jetzt bin ich ja voll am langsam sein. So, ich muss durch dieses Ding dadurch. Ich darf nicht unten lang. Also darf ich vielleicht, aber bei meinem Glück sammle ich jetzt auszusehen die ganze Zeit doch den Stern. So, dieses One-Up schadet ja nicht. Links, da, runter, ja, okay. So, jetzt kommt's auf alles. Ich dachte gerade wirklich, diesmal ist es das. Nein, was ist passiert? Bin ich da drüber? Ich weiß es nicht mal. Vielleicht bin ich da drüber noch. Keine Ahnung. Ich dachte wirklich so, ah, super, hab ihn. Warte mal, ich hab ihn nicht. Und ich kann mir nicht mehr erklären, warum ich ihn nicht hab. Aber ja, so ist das. Oh, Mann. Wie konnte das jetzt gerade nicht funktionieren? Guck mal, das One-Up-Sammeln, das funktioniert. Da habe ich auch gar kein Problem mit. Das ist irgendwie irgendwas, was funktioniert einfach. Das geht. Aber dieser Stern am Ende, Unfall. Das geht nämlich überhaupt nicht. So, hier würde ich gerne langsam sein. Geht das langsam? Nein, guck mal, ich bin viel zu weit oben, wenn ich langsam bin. Also, Sturzflug hin. Nein! Stirb bitte direkt. Komm. Nee, ich bin nämlich viel zu weit oben, egal wie sehr ich versuche, unten zu stehen. Und dann muss ich mit so einem komischen Sturzflug, wo ich dann nicht mal ansatzweise Kontrolle habe, dann irgendwie versuchen, da was zu reißen. So, wenn ich in dem Tempo wie jetzt unterwegs wäre, würde das funktionieren. Aber am Ende funktioniert das gar nicht mehr, dann wird das gar nicht mehr zugelassen. Weil das ist ja dieses Abbremsen-Ding. Ich weiß es nicht. Abbremsen ist zwar gut, aber ich bin viel zu weit oben. Und und runtergehen und schnell sein ist halt die gleiche Funktion, ne? Also ich kann nicht runtergehen, ohne Ultra den hier zu machen, wie jetzt gerade. Okay. Oder kann ich hier schon irgendwie abbremsen? So voll komisch. Bremsen. Aber gleichzeitig runter dabei, das kriege ich halt nicht. Ne, ich muss jetzt... Jetzt sehe ich nämlich nichts. Jetzt ist das noch schwieriger. Krass. Ich hätte sogar gedacht, am Ende hätte ich es nicht mehr geschafft. Aber dann, wenn ich denke, ich schaffe es nicht, schaffe ich es doch. Genau andersrum.